Moin Leute, ich bin's Nina, eure EWE Smartgeberin. Heute kurz und smart. So kopiert ihr eure iPhone-Bilder im HEIC-Format auf euren Windows-PC. Seit der Version iOS 11 werden die Fotos nicht mehr im JPEG-Format gespeichert, sondern in dem Format HEIC. Aber was ist das? Es steht für High Efficiency Image Format und kann die Dateiendung HEIC oder HEIF haben. Dieses Format hat im Vergleich zum JPEG-Format einen riesen Vorteil, denn es verbraucht nur halb so viel Speicherplatz. Bedeutet also, ihr könnt doppelt so viele Fotos machen. Der Nachteil ist allerdings, Windows erkennt das Format nicht. Aber das ist kein Problem. Ladet euch einfach das Plugin CopyTrans HEIC for Windows herunter. Den Link findet ihr wie immer im Beschreibungstext. Jetzt könnt ihr die Fotos wie gewohnt per iTunes, Windows Photo App oder den Explorer auf euren PC ziehen. Windows speichert sie nun auch im HEIC-Format und spart damit Platz. Mit Word und PowerPoint funktioniert das übrigens auch. Hier könnt ihr die Fotos also ganz normal einfügen. Und ausdrucken könnt ihr eure Fotos auch, ohne sie vorher in JPEG konvertieren zu müssen. Ihr braucht die Datei trotzdem als JPEG? Einfach Rechtsklick auf das Foto und dann auf in JPEG mit CopyTrans konvertieren. Das neue Format ist also echt easy zu bändigen. Ist euch das alles zu kompliziert, könnt ihr die Funktion auf dem iPhone ganz einfach deaktivieren und habt eure Fotos in Zukunft wieder im normalen JPEG-Format. Geht hierfür in eure Einstellung, dann auf Kamera, Formate und wählt maximale Kompatibilität. Reicht für heute. Es ist richtig kalt. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, was ihr von dem neuen Format haltet. Bis ganz bald, eure Nina.